Er hatte die Idee, unbedingt aus dem Mundraum zu leuchten. Und wir haben ihm gesagt, Till, es reicht, wenn du hier so einen fleischfarbenen Draht langlegst. Das sieht kein Schwein live. Die ersten Leute sind 5 Meter weg, das sieht man nicht, das kannst du völlig machen. Ja, nein, nee, nein, möchte ich nicht. Ich möchte hier ein Loch in der Backe haben, dann machen wir so ein Loch rein, dann Loch ösen, dann machen wir einen Draht durch. Und wir so, okay. Nice. What else would you expect? Of course he. I mean, that's the way they do stuff here with Rammstein. They do it all the way. I mean, it could have been a cable going this way, but if it could go here, it's better. So he did it. Und abends, wenn er witzig sein will, zieht er dann den Korken da raus und trinkt was, macht so und dann sprüht er das raus. Und das findet er gut. Ist total entzündet, kann man sterben von, aber ihm geht's gut. Er hat sofort gute Laune, habe ich so gesehen. Wunderbar. Finde ich auch total beeindruckend, dass man so viel also für die Kunst opfert. Till braucht Schmerzen. Die Texte sind ja nicht alle aus dem Finger gesogen. I can tell when I shoot the performance, I can see in Till's face that it comes from, you know, a real place. You know, there's a lot of darkness in there.